Klirrende Kälte, menschenleere Landschaft, schlafende Natur. Es ist Winter geworden im Oberallgäu. Nur noch einer dreht hier eine letzte Runde. Es ist Andreas Dittrich. Er kommt an diesem Dezembertag ein letztes Mal aus dem Wald zurück. Mit seinem 15er Deutz hat er dort Brennholz gesägt. Bei dieser Tätigkeit schätzt der 27-Jährige den beliebten Traktor auch im Frühwinter besonders. Denn Kälte und Frost können dem sparsamen F1 L514, Baujahr 1950, kaum etwas anhaben. Außerdem birgt der kleine Schlepper viele Vorteile. Ich sehe das immer, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Wald fahre, wenn ich bloß Stange raus tue, doch Forstungen mache oder so, dann kann ich halt mit dem auch mal um mal bei ihm herumfahren mit meinem kleinen Anhänger und bringe mein Zeug trotzdem raus, wobei das mit einem großen Traktor gar nicht mehr möglich ist. Vor knapp 4 Jahren hat Andreas Dittrich seinen Deutzschlepper gekauft. Seither nutzt er den 15er zum Zäunen, Kreiseln oder eben zum Holzsägen. Denn der 27-Jährige betreibt nebenberuflich eine Hobbylandwirtschaft. Nicht nur deshalb interessiert er sich für die historische Landtechnik. Inzwischen hat sich der gelernte Metallbauer in die Materie eingearbeitet. Mittlerweile macht er auch alle Wartungsarbeiten an seinem D15 selbst. Doch für dieses Jahr ist die Saison nun beendet. Der Schlepper wird heute eingemottet. Wir machen jetzt winterfest, Batterie raus und so. Aber sonst hat man ja bei dem Deizit viel zum tun. Durch das, dass er luftkühlt ist, brauche ich noch kein Kühlwasser, noch nichts schauen. Von dem her ist es eigentlich eine ganz pflegeleichte, einfache Maschine. Und mein Ölwechsel und so, das mache ich erst im Frühjahr, wenn ich ihn dann wieder brauche. Bis dahin bleibt der Traktor hier in der Scheune stehen. Mit nur ein paar Handgriffen macht Andreas Dittrich den Schlepper winterfest. Und gerade diese Einfachheit ist es, was er an dieser alten Maschine mag. Der 27-Jährige hat sich schon früh für Traktoren und Landwirtschaft interessiert. Auf dem Nachbarbauernhof durfte er bereits als Kind mithelfen. Und das hat den jungen Mann wohl bis heute geprägt. Ich sage mal, das ist so, andere, die gehen halt zum Golf oder zum Tennis spielen oder sonst irgendwelche Aktivitäten. Und das ist für mich der Ausgleich und mein Hobby. Ich bin da bei meinen Viechern draußen, in der Natur draußen. Und das gefällt mir. Und das ist einfach mein Ding. Mit dieser klaren Vorstellung von sich und seinem Leben hat Dittrich wohl das Richtige für sich gefunden. Gemeinsam mit einem Freund und seinem 15er Deutz bewirtschaftet er 8 Hektar Feld und einen kleinen Stall mit 10 Mastkühen. Ein anderer Schlepper als der D15 käme für Andreas Dittrich dafür nicht in Frage. Denn 1330 Kubikzentimeter Hubraum und 15 PS sind für ihn völlig ausreichend. Das hat mir eigentlich schon immer gut gefallen. Und mir gefällt es einfach von der Maschinerie her, weil das ganz einfache Maschinen sind. Und ich bewundere das. Die Maschine, die ist jetzt 62 Jahre alt und läuft tadellos. Ich denke mal, dass das eine heutige Maschine wahrscheinlich nicht mehr erleben wird, so ein hohes Alter. Und erst recht unter dem Gebrauch. Es ist die junge Generation der Deutz-Fans. Und auch sie ist voller Überzeugung. Menschen wie Andreas Dittrich werden die historische Landtechnik am Leben erhalten. Und für ihn selbst wird sein D15 bestimmt nicht der einzige Deutz-Oldtimer bleiben. Doch für dieses Jahr ist nun erst einmal Schluss. Der Traktor sieht ein paar ruhigen Monaten entgegen. Auch für ihn ist jetzt endgültig Winterpause.